wie belastet euch die Kernbrennstoffsteuer? Einfach getrieben durch dem Thema, okay, wo ist die Aktie fair bewertet? Ist das Niveau, wo sie jetzt ist, ein Einstiegsniveau? Denn darum geht es ja. All die Damen und Herren werden meiner Meinung nach für Timing bezahlt. Ja, also das müssen sie entscheiden. Und da ging es in diesen Gesprächen, natürlich ging es um Stimmungslagen und natürlich wurden auch manche Gespräche etwas emotionaler. Wie gesagt, in Frankfurt war es ein anderes Stimmungsbild als in London, muss man ehrlicherweise zugeben. Da möchte ich doch jetzt die Frage an die Vertreter der Asset-Management-Branche stellen. Brauchen Sie keine Story? Ist Ihnen das egal für Ihre Investitionsentscheidung? Gucken Sie nur auf die technischen Daten, sei es jetzt Abschreibungserfordernisse für Kernkraftwerke oder andere Details der G&V oder andere Ertragsrechnungen. Erstmal Herr Fickel. Also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit kleineren und mittleren Firmen und dafür möchte ich was sagen, ich finde es super, wie Sie das da gemacht haben, auch mit dieser politischen Einbindung, aber da muss ich sagen, das würde ich mir für den Mittelstand auch manchmal wünschen, weil das hat natürlich die Großindustrie, macht das ja schon immer, das nennt man Lobbyismus, und der Mittelstand steht dann manchmal da und sagt, wer hört mir eigentlich zu mit all diesen Arbeitsplätzen, die ich schaffe, also da muss ich mal eine Lanze für den Mittelstand brechen. Und das andere, was die Story betrifft, also ich gestehe Ihnen zu, dass ich sage, Public Relations und Investor Relations, die haben zwei unterschiedliche Felder, die Sie vielleicht bedienen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir heute eine Firma anschaue, natürlich schaust du dir den Geschäftsbericht und die Zahlen und du versuchst die Aktie dann am Ende des Tages zu bewerten, aber nichtsdestotrotz, du fängst an, mal zu googeln. Wenn ich jetzt eine Firma vor mir habe, die ein technisches Gerät herstellt, jetzt ganz egal was, es ist Automobilzulieferer, natürlich fängst du mal Testberichte an zu lesen, wie verkauft sich das, da gibt es mittlerweile so viele Daten und Fakten. Und wenn du da einen Widerspruch entdeckst, so nach dem Motto, die Public Relations versucht jetzt gerade das Desaster der silbernen Zitrone einzufangen und der Investor Relations erzählt dir, du pass auf, unser Produkt ist super, ISO 30 XY Zertifizierung und es wird ganz toll in der Zukunft, dann sagst du, da ist ein Widerspruch drin. Also, dass ich sage, die Form, die Medium, der Inhalt mag vielleicht schwerpunktmäßig anders sein, aber er muss durchgehend gleich sein, weil das wird er als Investor schon auffangen. Und das hat dann schon etwas auch mit der Story an sich zu tun. Und ich finde einfach, gerade weil wir mit kleinen und vielen mittleren Firmengrößen zu tun haben, da interessiert dich schon die Story, also nicht die Geschichte von 1001 Nacht oder sonst wie, sondern einfach mal zu sagen, die ganzheitlich einer Firma, und die wird ja oftmals auch nur Inhaber geprägt und von einem Vorstand geprägt, der jetzt nicht nur irgendwie angestellter Manager ist, sondern dem erklecklicher Teil der Firma gehört, um zu sagen, wie positionierst du dich denn da eigentlich? Was willst du eigentlich? So eine Art Vision, wo willst du denn irgendwann einmal sein? Und das macht dann schon einmal einen großen Unterschied, wo du das Gefühl hast, pass mal auf, ich weiß, wo ich hin will und das sind die Maßnahmen und so baue ich das damit ein. Also, jetzt mag ich da vielleicht anders sein, aber ich finde schon, das gehört immer zusammen. Also nur das reine Fakten-Ding, das leuchtet man nicht manchmal ein, weil du interagierst ja, gerade kleine Firmen interagieren ja sehr stark. Frau Weisenhorn, wie ist Ihr Blick darauf auf das Thema Story? Wie weit braucht man eine Story und wer lässt sich davon beeinflussen? Dadurch, dass Sie ja auch im Beratungsumfeld für Aufsichtsräte tätig sind, ist ja da ja, das sind ja auch Vertreter der Investoren in aller Regel im Aufsichtsrat, die haben da vielleicht dann eine Sicht, die nochmal eine andere ist und nicht nur jetzt auf einzelne Renditekennziffern gucken, sondern schon auch, sagen wir mal, auf das, was an Story dahinter steht. Es ist die Frage, wie man Story definiert. Wenn man sie so definiert wie der Herr Fickel, dann ist es ja richtig. Man muss ja irgendwie das Unternehmen in seiner Gesamtheit begreifen. Wenn es darum geht, nur eine Story aufzubauen, die dann nicht wirklich nachhaltig unterlegt ist durch das Unternehmen, durch die Investitionen, durch die Entscheidungsprozesse, das Risikomanagement etc., dann wird es ja auch nachhaltig nicht erfolgreich sein. Und diese Storys, ja, die gehen auch in allen Märkten, seien es unsichere Börsen oder relativ, gibt ja nie sichere Börsen, aber relativ sichere Börsen, die werden immer dann kaputt gehen. Und also ich möchte jetzt nochmal auch das Thema aufgreifen. Sie haben vorher auch gesagt, also ja, dann sollte doch der Investor Relation Politik und Wechselwirkungen erklären. Ich glaube, dass er damit überfrachtet wird. Ich glaube, dass es One Voice im Unternehmen, das ist absolut wichtig, aber ich glaube, seine Aufgabe ist es wirklich, mit den Kapitalmarktteilnehmern zu kommunizieren, denen so viel Transparenz wie möglich zu geben. Und der Herr Dr. Bock hat ja auch gestern gesagt, Transparenz schafft Vertrauen.
Als Unternehmer, als Anleger braucht man über Transparenz der Daten, ist ja ganz wichtig, darüber hinaus eben auch eine Vorstellung, wie geht das Unternehmen mit den Chancen und Risiken im gegebenen Umfeld um? Was passiert da eigentlich? Und je mehr man davon erfährt, umso besser. Und je mehr man auch erfährt, wo denn die wirtschaftlichen Chancen und Risiken sind, woher kommen die Erträge, umso besser. Und ich glaube, gerade das Feld der Versorger war doch in der Vergangenheit, weil es eben auch so politisch bestimmt ist, immer ein bisschen ein schwieriges Feld, um eine wirkliche Transparenz zu gewinnen. Wo kommt es denn eigentlich her und wo sind die wirklichen Risiken? Und wenn einmal was passiert, was bedeutet es dann eigentlich genau? Und da haben sie natürlich dann im Nachgang, wenn sowas, also eine noch größere Aufgabe gehabt, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Eine spannende, ja. Ja, nachdem Sie jetzt Herrn Bock, also den BASF-Vorstandsvorsitzenden, schon erwähnt haben, der gestern früh ja die Keynote hier gesprochen hat, der hat ja auf den Wahrnehmungswandel und auf den Imagewandel seiner eigenen Branche, der Chemieindustrie, hingewiesen und hat ganz anschaulich beschrieben, wie praktisch in den 80er Jahren in dieser Branche noch die Attitüde herrschte, so nach dem Motto, ich bin der Experte, vertraut mir, was ich euch sage, in dem Fall zum Thema Abwässer oder andere umweltbelastende Geschichten. Das ist so. Ja? Und da die öffentliche Wahrnehmung stand ja dem konträr gegenüber. Und er hat auf die, sagen wir, Erfolgsgeschichte verwiesen, dass man diese Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gedreht hat. Das ist bestimmt nicht dadurch gegangen, dass man entweder nur die Naturwissenschaftler an die Front geschickt hat oder die IR-Profis, die nur die Zahlen kennen, sondern indem man gesamtheitlich kommuniziert hat, was Chemie ist. Ja, aber ich glaube nicht nur die Kommunikation, sondern letztendlich, denke ich, hat man auch die Risikoprozesse in den Unternehmen verändert und die vorsorgende Investitionen getroffen, denn allein mit Kommunikation kommen sie da nicht weiter. Das muss auch wirklich was im Unternehmen passieren. Und das ist ja wohl offensichtlich auch passiert. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne zum Beispiel RWE kommen. Vielleicht können Sie mal schildern, ob sich strukturell in der Aufstellung etwas verändert hat durch jetzt die veränderte Kommunikationsanforderung, die auch von Ihnen abgefragt wird, von Investoren rund um die Welt. Haben Sie Entscheidungswege oder strukturelle, organisatorische Zuordnungen verändert oder ist das so geblieben, wie es immer war? Sagen wir mal, also wir haben jetzt nicht Abteilungen umgehangen oder Sonstiges. Natürlich haben wir, und das ist eine Daueraufgabe, und da ist der Chemiesektor einer der Sektoren, die wir uns sehr stark und sehr intensiv angeschaut haben, haben nicht nur vor Fukushima oder nach Fukushima, auch schon vorher, ja, weil wenn Sie mal den Versorgersektor in den letzten, ich sag mal, 7, 8 Jahre, so lange bin ich jetzt dabei, sich anschauen, dann sind wir immer irgendwo an der Schwelle gewesen, okay, ich glaube, da läuft nicht alles mit rechten Dingen zu und wir müssen uns mal genauer anschauen, da gibt es Marktmacht und solche Themen. Und natürlich gibt es immer wieder Möglichkeiten oder immer wieder Versuche, unser Bild in der Öffentlichkeit anders darzustellen auf einer sachlicheren Ebene. Wir haben sicherlich Fehler gemacht in manchen Dingen, in denen wir auch nur Experten haben reden lassen und nicht vielleicht über weichere Themen kommuniziert haben. Was wir konkret gemacht haben nach Fukushima ist, wir haben nochmal intern uns auf der kommunikativen Ebene enger verbandelt. Das heißt, meine IR-Funktion, die PR-Funktion, die traditionell sowieso schon immer sehr stark verbandelt waren mit eben über One Voice, hat sich nochmal stärker mit Politik verbandelt. Das heißt, wir haben eine Gruppe gebildet im Unternehmen, die sich quartalsweise oder ad hoc stärker nochmal über die 5, 6 brennenden Themen austauscht und dort auch klare Kommunikationsrichtlinien in den Konzern hineinspielt. Wie wollen wir da sprechen? Mit welcher einheitlichen Stimme wollen wir sprechen? Welchen einheitlichen Auftritt wollen wir dort generieren? Weil, das kennen Sie alle, in größeren Unternehmen, da gibt es dann Strömungen in gewissen Ländern, wo es ein bisschen abweicht, wo sie dann sagen, naja, das passt jetzt nicht ganz zum Kommunikationskonzept, wie wir uns überlegen, dann müssen wir die Leute wieder ein bisschen einfangen. Da haben wir sicherlich stärker uns noch fokussiert.
Zweite Sache, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Story. Natürlich ist es nicht so, dass wir nur über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Natürlich haben wir eine Equity-Story wie jedes Unternehmen, auch das auch weiche Teile oder Strategieteile bedient. Auf der anderen Seite bleibe ich aber bei meinem Statement, unsere Klientel ist durchaus faktenorientierter als manch andere Kundenklientel im Sinne von Kommunikationskunden. Deshalb glaube ich immer noch, dass man eben sehr dezidiert aufpassen muss, mit wem man gerade spricht, um den nicht zu überfrachten oder miteinander vorbeizureden, ja, weil es einfach gar nicht in seinem Interessensgebiet liegt, über das, was man dort spricht. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Erklärung politischer Börsen. Ich glaube, dass das für uns schon eine Zäsur war nach Fukushima. Das haben wir auch politisch gesehen. Und ich glaube, dass wir in dem Feld einfach zukünftig viel stärker noch politische Strömungen mit in unsere Entscheidungs-Kommunikationsprozesse aufnehmen müssen. Ich habe vorher mich mit Landtagswahlen in den Jahren 2005, 2006, 2007 nur rudimentär beschäftigt. Ja, jetzt, als wir in Nordrhein-Westfalen gewählt haben, haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, weil auch Investoren gefragt haben, was bedeutet denn eine SPD- und grüne Regierung für euch als Unternehmen, das sehr stark im Rheinland mit Tagebauen aktiv ist. Das ist sicherlich ein neuer Lernprozess, auch für eine EA-Abteilung. Herr Metz, reicht es, wenn der Investor Relations Officer sich als Erklärer, unter anderem auch Erklärer politischer Börsen versteht, oder muss er seine Aufgabe noch aktiver vielleicht auch begreifen, indem er ja auf die politischen Entscheidungsträger intensiver zugeht? Sie haben gesagt, ja, man muss einfach sehen, da gibt es einen neuen Marktteilnehmer, ob das nun die Piraten sind oder vorher die Grünen waren oder von mir aus künftig Herr Henkel bei den Freien Wählern, wie auch immer. Also, dass man im Prinzip, ich überspitze es jetzt mal in Anführungszeichen, seine Roadshow erweitert um die Parteien und Fraktionen des Bundestages. Ja, es geht ja sicherlich nicht nur um die Roadshow, sondern da reicht die Palette ja von RWE bis zu Fickels Mittelständlern. Der IR-Manager muss jedenfalls auch ein Gefühl dafür haben, wie Politik agiert, wo Risiken sind, wo Chancen sind und wo sich vielleicht Veränderungen abzeichnen. Dafür muss er aus meiner Sicht eine Sensorik haben. Wie das dann organisiert ist, ist eine andere Frage. Ob der jetzt jeden Fondsmanager aus Amerika oder England damit nervt, dass er ihm die Auswirkungen der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen auf die dann danach folgende Bundestagswahl erklärt. Darum geht es nicht, das wäre mir zu einfach, aber er muss ein Gefühl dafür haben und er muss auch gewappnet sein dafür, dass auch so ein Wissen abgefragt wird. Und natürlich muss ein Mittelständler, ist klug beraten, das hängt jetzt auch wieder sehr stark davon ab, in welcher Branche er tätig ist, aber sagen wir mal, je Politik näher die Branche ist oder je stärker er auch bestimmte Interessen hat, will sich erweitern, will in ein neues Gewerbegebiet hineingehen, selbst wenn es eine Branche ist, die vielleicht ein Produkt hat, das mit Politik gar nichts zu tun hat. Trotzdem ist es klug, dass man weiß, in welchem politischen Umfeld man sich bewegt. Und das betrifft RWE genauso wie den stinknormalen Mittelständler im schönen Hessenland. Aber da haben Sie ja genau jetzt die Diskussion Nachgang Fukushima für den Mittelstand. Der hat vielleicht mit Politik gar nichts zu tun gehabt, aber jetzt mittlerweile durch die Angst vor steigenden Strompreisen, die bei vielen, also dieses Wort der Deindustrialisierung, und da hat die Kanzlerin sich jetzt auch darum gekümmert, da hast du genau das Problem. Und da wirst du als Investor Relations dastehen müssen und sagen, ja, ich bin jetzt Maschinenbauer, aber wir brauchen halt viel Energie, oder ich bin jetzt, was weiß ich, Aluminiumschmelzer, wie auch immer, wie soll denn das weitergehen? Und was machst du da? Und dann bist du plötzlich auch Gesprächspartner der Politik, und da ist manchmal nur meine Angst, dass eben die Großen, die wissen das schon seit Jahrzehnten, wie man das macht und welchen Hörer ich hochnehme, und die Telefonliste ist lang, und der Einzelne steht dann unten und sagt, du, ich kann mich eigentlich nur noch wehren, indem ich hier laut schreie, aber so richtig reden will mit mir keiner, und am Ende des Tages sagt jeder, oh, ja, das haben wir jetzt auch irgendwie vergessen, dass du da unten mehr Strom zahlen musst oder sonst wie. Aber da sind wir genau bei dem Thema, und das frisst sich so schnell oder ätzt sich so schnell durch, also insofern, da muss man der Investor Relations dann eine schnelle Antwort haben, weil die Frage kommt vom Kapitalmarkt dann rasend schnell nach unten und sagen, wie viel Strom verbraucht sie im Jahr? Und da musst du plötzlich Antwort haben, und wie viel macht das aus in deinen Kosten, in den variablen Kosten, bla bla bla.
Wobei bei dem schon erwähnten Mittelständler wahrscheinlich dann eher der Vorstandsvorsitzende oder der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Investor Relations Manager selbst ist, der diese Antworten dann liefern muss. Aber die Frage, die ja jetzt aufgetaucht ist, und da würde mich ganz durchaus interessieren, welche Meinung Sie dazu haben, denn es ist Ihre Veranstaltung, es geht um Ihren Berufsstand als Investor Relations Manager. Wie Sie praktisch mit dieser Entwicklung umgehen und auch der Frage, die wir jetzt hier gerade am Podium aufgerissen haben, ob man diese Trennung zwischen IR und PR in der Form noch als zeitgemäß betrachten kann. Und wir möchten ja gerne die Diskussion auch mit Ihnen führen und es ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, sagen wir mal, das Podium zu erweitern, um Sie alle hier, und Sie sind herzlich eingeladen, mit Fragestellungen zu diesem Thema beizutragen. Denn ich weiß natürlich aus meiner Erfahrung, dass das in etlichen Gesellschaften sehr unterschiedlich auch strukturiert ist. Ja? Klassischerweise hat in vielen Gesellschaften der Investor Relations Manager den Berichtsweg an den CFO, während der PR-Manager oder der Kommunikationsverantwortliche den Berichtsweg zum CEO hat. Und das ist ja die Frage, ob das zum Beispiel da, wo es noch so in dieser Form getrennt ist, diese Trennung überhaupt noch zeitgemäß ist, wenn wir den Kapitalmarkt als stark politisch beeinflusst betrachten. Ja, wer von Ihnen hat zu diesem Thema ein Statement oder eine Frage? Bitte um Wortzeichen. Bitte schön, Herr Frank. Kommt gerade das Mikro. Nun bin ich gerade kein Investor Relations Manager, aber mir fehlt in Ihrer Debatte, wenn ich das so sagen darf, ich würde die ganz gerne noch erweitern um einen weiteren Player. Wir haben alle, wenn wir von Investoren sprechen, es gibt ja nicht nur aktive Investoren, es gibt ja dann auch passive ETFs, es gibt aber auch Technologie. Und ich denke jetzt gerade an sowas wie Hochfrequenzhandel, ich denke an Darkpools, die ja gerade im angelsächsischen Raum sehr stark gespielt werden. Und für mich ist die Frage, wie weit eigentlich Investor Relations heute diese Ströme, die dort teilweise passieren, und der Flash Crash Mai 2010, innerhalb von 10 Minuten sind 1,3 Milliarden Aktien in den USA gehandelt worden, das Sechsfache, was normalerweise in der Zeit gehandelt wird. Was den Flash Crash ausgelöst hat, das ist bis heute nicht geklärt. Es sind also Algorithmen, die mit Algorithmen gehandelt haben. Und das stellt sich ja in den USA, sind es an einem durchschnittlichen Tag, sagt man, um die 50% aller Handelsumsätze. So, die Frage ist, wie viel kann denn da aktive Investor Relations eigentlich noch ausmachen? Fehlt in der Debatte, wenn wir sagen, Wirtschaft, Politik nicht eigentlich auch eine, jetzt überspitze ich mal, eine losgelöste Technologie eine Rolle? Das ist in der Tat ein anderes Thema, aber auch das können wir natürlich gerne diskutieren, denn das war ja, glaube ich, keine politische Äußerung, die diesen Flash Crash ausgelöst hat, und das hätte so schnell auch kein IR-Manager irgendwo erklären, geschweige denn verhindern können. Aber es ist... Aber das ist richtig, daraus entsteht natürlich politischer Druck eventuell, ja, auch in Richtung Regulierung. Ich weiß nicht, ob das ein grundsätzliches Problem ist, das noch weiter existiert, oder ob man da nicht inzwischen Vorkehrungen auch technischer Art getroffen hat. Die gibt es ja, und das wäre oder ist an Wall Street möglich gewesen. In Deutschland wäre das bei uns an der Börse, glaube ich, schon technisch so gar nicht in dieser Form möglich gewesen. Ja, meine Frage in dem Fall an die Kapitalmarktexperten, ob solche überraschenden Entwicklungen sich irgendwo, irgendwelche Vorkehrungen da gibt. Also erstmal, einerseits wären Sie so ein Hochfrequenzhändler, was ja gar nicht einmal mehr ein Mensch ist, das sind einfach nur Maschinen, wo es nur darum geht, dass du möglichst wenig Zentimeter neben dem Hauptrechner der Börse stehst. Dem ist es vollkommen egal, was Sie jetzt erzählen, erstmal, weil den gibt es gar nicht mehr, den Rechner, der handelt nur in Sekundenbruchteilen. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, die Algorithmen, auf die sie beruhen, die greifen zum Teil oftmals auch Texte ab. Also die sind automatisierte Texterkennungsprogramme. Wenn jetzt, man weiß ja oftmals diese Daten, wenn, was weiß ich, Facebook veröffentlicht oder sonst was, und die werden dann trainiert auf Schlüsselwörter, und wenn die in einer gewissen Reihenfolge kommen, also das ist alles hochkomplex und die stellen sich ja da die tollsten Experten ein, dann fangen die Maschinen automatisch zu handeln an. Jetzt könntest du natürlich im Rückschluss sagen, pass auf, wenn ich als Investor Relations eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgebe, könnte so eine Maschine darauf reagieren. Jetzt umso größer du wirst als Firma, umso empfindlicher wirst du da sicherlich werden. Nehmen wir jetzt einmal, was weiß ich, Facebook an, das war ja die Aktie in aller Munde.
Also da eine falsche Äußerung oder ein falsches Schlüsselwort, da wird dann der Hochfrequenzhändler sich schon draufstürzen, wie der Hai auf dem Blutrausch. Das geht dann schnell. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, da werden sie nichts machen können. Und da soll man sich aber auch nicht verrückt machen lassen, weil sie machen ihr Geschäft und wenn sie das sauber machen, und dann behaupte ich nach wie vor noch, wird der Wirtschaft immer noch von Menschen geführt oder Firmen werden von Menschen geführt. Da wird sich irgendwann die Qualität schon durchsetzen. Und diese Hochfrequenzhändler, die sind wie im Kielwasser, schwimmen die hinten nach und sammeln halt alles auf, was nur irgendwie zu machen ist. Und treiben natürlich, da kannst du als Fundamentalanleger natürlich die auch mal die Haare raufen oder beißt in die Tischkante, weil du sagst, ich verstehe einfach nicht mehr, was da passiert. Und du merkst manchmal ganz genau, wie so Wellen über den Markt drüber gehen und da wird dann irgendwie ein Sektor nach dem anderen durchrotiert und sonst wie. Das macht alles keinen Spaß, aber wirst du jetzt wahrscheinlich nicht verändern können. Und das einfach einzustellen, das ist ja auch nicht einfach die Lösung. Aber als Investor Relations wirst du denen persönlich nie begegnen, weil du kannst mit Bits und Bytes schlecht sprechen. Ne? Das ist aber einer der Vorgänge, die normalen Menschen Angst machen und die sie auch keinem Bundestagsabgeordneten mehr erklären können. Nein, und da kannst du natürlich einmal fragen, ich weiß ja gar nicht, wie viele Handelspartner das noch sind, das sind ganz nur noch ganz wenige, weil das sind Investitionen im zweistelligen Millionenbereich, die sie da pro Jahr tätigen müssen. Die kaufen sich ganze Absolventenklassen von Hochenergiephysikern und weiß der Teufel was ein. Und am Ende des Tages ist es eine reine Materialschlacht, wer hat die besten Maschinen, und es geht in Hundertstel Bruchteilen von Sekunden geht das. Und die Sinnhaftigkeit des Ganzen, also da muss ich mir als Fundamentalinvestor schon mal die Frage stellen, wo führt das hin da? Ich glaube, es ist letztendlich auch eine Frage der Struktur des Kapitalmarkts, wie ich ja schon ganz am Anfang mal versucht habe, ins Gespräch zu bringen. Und dieses Hochfrequenzhandeln ist letztendlich dann der Auswuchs davon. Und wenn Politik, so stark sie in der jetzigen Situation wieder getrieben ist, hat sie natürlich auch eine Gestaltungshoheit. Und diese Gestaltungshoheit sollte sie halt auch nutzen. Und ich denke, Politik sollte versuchen, so weit wie möglich diese hohen Leverages aus dem System zu bringen, um gerade solche Fehlentwicklungen dann auch nicht mehr zu erlauben. Aber wie auch immer, es geht ja darum, was ist Ihre Aufgabe? Und Ihre Aufgabe kann es eben nicht sein, all diesen Dingen hinterher zu springen. Und ich glaube, Ihre Aufgabe ist es, schlicht und einfach zu erklären, was macht Ihr Unternehmen, wie macht es, was kommt dabei raus und was sind die Chancen und Risiken. Und ich glaube, man sollte nicht zu stark die Verbindung in das Politische bringen von dem Investor Relation Manager, dass er vorbereitet sein muss, wenn es politische Veränderungen gibt, um dann zu erklären, wie das auf das Unternehmen wirkt. Ja, aber der Investor Relation Manager ist ja in dem Sinn nicht ein aktiver Unternehmenslenker. Er ist ja nicht im Management des Unternehmens, sondern seine Aufgabe ist es ja, den zu erklären, was da im Unternehmen vor sich geht und was es in weichen und harten Faktoren bedeutet. Dass er natürlich dem Management auch Impulse geben kann und muss aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Ich glaube, das sollte auch so gegeben sein. Vielleicht ein letztes zu dem, was Herr Frank gefragt hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für uns, natürlich schauen wir uns solche Tendenzen an, aber sie kommen schnell, wie wir alle schon sagen, zu dem Erkenntnis, dass sie sagen, eigentlich aktiv beeinflussen kann ich da sehr wenig, gerade bei so einem Hochfrequenzhandel. Zweite Sache, um nochmal den Brückenschlag zu unserem heutigen Thema zu kriegen, was wir gespürt haben nach Fukushima ist, dass wir bei sehr vielen Investoren saßen, die uns gesagt haben, wir haben keine Aktien. Ja, und wenn Sie das in vielen Städten erleben, bei vielen One-on-Ones, fragen Sie sich am Ende des Tages, Mensch, wo sind die Dinger denn überhaupt? Ja, und wir haben keine Namensaktien, sondern wir haben Inhaberaktien. Das heißt, wir kamen aus vielen Städten zurück und haben uns wirklich mit dem CFO zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt langsam müssen wir uns überlegen, wer hat denn die ganzen Aktien? Ja, weil die klassischen Key Accounts, die wir treffen und die wir weiterhin treffen, egal ob sie Aktionär sind oder nicht Aktionär sind,
die uns ganz klar gesagt haben, wir haben keine mehr und wir haben nach Fukushima alles verkauft. Und da fängt, aus meiner Sicht, fängt für uns die Arbeit an, reinzustoßen, zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wo liegen die Dinger denn? Ja, sind die, hat sich die Aktionärsstruktur fundamental geändert oder ist das eine Strömung, die jetzt politisch getrieben durch die Börse oder durch politische Börse getrieben entstanden ist und das kommt alles wieder zurück. Und natürlich haben wir uns dann mit den normalen Instrumenten, die uns alle zur Verfügung stehen, Shareholder-ID beschäftigt, wir haben Trading Flows uns angeguckt, wir haben mit der Sell-Side gesprochen, wir haben natürlich immer unsere Key-Accounts gefragt bei den One-on-Ones oder wenn sie am Telefon waren, wie viel hast du denn aktuell, um dann wieder ein Bild zu kriegen für das Management, aha, okay, da liegen also die Aktien. Und da haben wir auch gemerkt, dass neue eingestiegen sind, ja, die wir bislang gar nicht kannten, wo wir dann auch froh waren, dass sie eingestiegen sind und viele bekannte Namen auch ganz klar ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, das ist für uns keine Aktie oder kein Investment Case mit einem Versorger verbunden. Das ist mir zu politisch. Das haben wir auch feststellen müssen. Ja, vielen Dank. Die Fragen sind bei Ihnen. Wer hat zum Thema Zukunft oder beziehungsweise Berufsbild des IRO eine Frage, auch mit Blick auf die Abgrenzung zu vielleicht PR und zur Rolle als Erklärer politischer Börsen? Moment, nicht der Fall. Bisher alles doch. Ja, Frau Moll, Sie haben ja da viel Erfahrung, was den Wahrnehmungswandel eines Unternehmens oder einer Branche anbelangt. Das haben wir ja gestern gehört mit Blick auf die Chemie. Haben Sie das auf die klassische Art und Weise durch stark strikte Trennung hingekriegt, was IR und PR anbelangt? Oder in welchen Bereichen arbeiten Sie zusammen? Ja, da wollte ich eben gerade dazu eine Anmerkung machen. Ich glaube, diese strikte Trennung gibt es nicht mehr so in Unternehmen. Eigentlich gerade als Investor Relations Verantwortliche sind wir aufgefordert, sehr bereichsübergreifend zu arbeiten. Jetzt nicht nur sehr eng auch zusammenzusitzen mit unseren Kollegen von PR, sondern auch mit Rechnungswesen, mit Controlling. Und ich glaube, das ist der neue Wandel, dass man eben, ja, man ist vielleicht dem Vorstandsvorsitzenden oder dem Finanzvorstand disziplinarisch unterstellt, aber ich glaube, in der Zusammenarbeit im Unternehmen ist es ganz wichtig, dass man eben Netzwerke, sehr enge Netzwerke zu verschiedensten Abteilungen hat. Auch um dieser Story, von der Frau Weisenhorn sprach, auch wirklich gerecht werden zu können, denn Sie müssen sich vorstellen, gerade bei BASF ist es ja auch nicht so, dass die Bereiche zu uns kommen und uns die Informationen bringen. Wir müssen ja wirklich rausgehen, müssen die Informationen erstmal holen und dann müssen wir sie verarbeiten und dann müssen wir sie natürlich, und das muss ich ehrlich sagen, funktioniert in unserem Unternehmen sehr gut, sehr eng einerseits mit PR, aber auch mit unserer Abteilung Sustainability auch abstimmen und erst dann, wenn wir dann wirklich eine geschlossene Story haben, dann können wir auch alle drei an den Markt gehen. Und das geht, muss manchmal sehr schnell gehen, weil die Anforderungen eben da sind. Aber das funktioniert und den Rat kann ich eigentlich nur allen anderen Unternehmen auch geben, das eben versuchen, über die Bereichsgrenzen hinweg zu tun. Das heißt also intern ganz enger Schulterschluss, aber praktisch in der Kommunikation mit den jeweiligen Zielgruppen dann doch separat. Hm. Gut, gibt es da andere Meinungen zu oder ist das Konsens hier? Bitte schön. Ja, guten Tag. Mein Name ist Blitz und ich komme von Media Prozess Management Mainz und bin da sehr stark bei der Frau Moll, würde aber ganz gerne auch die Frage stellen, wo denn wirklich die Schnittstellen sind, wo sich IR, PR, Public Affairs, wurde noch nicht genannt, sich Informationen im Unternehmen holen. Weil wenn wir Ölkrisen zum Beispiel jetzt beobachten, in den 70er Jahren gab es zwei Ölkrisen, es gab zwei Tankerunglücke vor der Bretagne, es gab eine Ölinselplattform, die gesunken ist, die Alexander Kieland. Es folgte kurz darauf die Gründung der Grünen im Januar 1980. Wenn man im Sinne einer globalen Antizipation jetzt auch mal weiterdenkt, dass man sagt, wir haben Finanzkrise seit 2007, die Welt hat sich komplett verändert. Wohin gehen da die Richtungen und welche Tools können wir benutzen? Also schauen Sie mal Shell an, die haben zum Beispiel damals Szenarioplanung gemacht, waren dann von Platz 25 auf Platz 5 in den 70er Jahren. Genau, andere, ich sag mal, wo ich Optimierungspotenziale sehe, war jetzt zum Beispiel Vattenfall, gestern BASF und Monsanto, wo es Kommunikationsdefizite gab, um, ich sag mal, Verständnis und auch Akzeptanz bei den Bürgern zu schaffen. Und da stellt sich natürlich gerade die Frage, welche Tools bekommen wir, mit wem müssen wir kommunizieren, also Vorstand, Strategie, woher bekommen wir diese Informationen und wie können wir die wirklich auch
in die Politik, in die Wirtschaft, in das Volk adäquat transportieren. Das, war das eine Frage oder war das mehr ein Statement? Ich nehme es mal als Frage. Ja, okay. vielleicht ganz konkret, wir haben eine sogenannte Communication Leader Group gebildet, wie Magdalena Moll auch wahrscheinlich etwas Ähnliches in BASF hat, wo sich PR